Ey Leute, was geht? Ketzer begrüßt euch zu einem kleinen Horrorprojekt und zwar Doorways. Ich habe es, um ehrlich zu sein, noch nicht wirklich angespielt und deswegen wollte ich das jetzt mal tun. Und ja, die Kamera habe ich eingeschaltet. Das Problem ist, das Licht ist ein bisschen spärlich, das kommt von einer Seite. Daher, ja, haben wir das jetzt halt so. Ich hoffe, das ist einigermaßen anmutbar. Ja. Und es lädt erstmal. Wir sind noch sicher. Das ist schön. Ja, meine Haare liegen scheiße, ich weiß. Ich hatte aber keinen Bock, die jetzt hochzugelen. War ja die Tage noch beim Friseur. These psychopaths must be found. The other agents couldn't get them. But I can do it. Na schön. Also wir sind auf der Jagd nach Psychopathen und die anderen Agenten haben es nicht geschafft, sie zu kriegen, also müssen wir ran. Vorwärts, hinten, links, rechts. Springen, ducken, verlangsamt laufen, interagieren und Sachen durch die Gegend bewegen. Okay. Steht hier noch was? No. Achso, das sind die Credits. Gut. Ich habe gerade nur mal auf die Uhr geguckt, ob das alles noch halbwegs legitim ist. Ah, ich hoffe, wir können das einigermaßen durchkriegen. Es ist ein Blind-Let's Play und ein Horrorspiel. Zwei Sachen, die man nicht unbedingt zusammenpacken sollte. Und dann mit einer schönen Facecam natürlich noch. Schön ist ein bisschen relativ, aber ihr wisst ja, was wir brauchen. Wir brauchen eine Box, in die wir Sachen reintun. Wir brauchen etwas, wo wir Briefe und andere Papiere reintun können. Und einen Rucksack anscheinend. Na gut. Na, ich möchte hier vorbei an dem Licht. Das ist freundlich von euch. Dankeschön, Entwickler, dass ihr dran gedacht habt. Na, da geht's lang. Ich dachte schon, wir könnten eine andere Richtung einschlagen. Aber okay, dann muss es wohl hier lang gehen. Ich bin jetzt schon total happy wegen dem Spiel. Ist natürlich ein bisschen unheimlich. Vor allen Dingen, wir haben 2.44 Uhr morgens. Das ist schon ein bisschen heftig, das jetzt aufzunehmen. Gab's denn hier irgendwas? Also ich habe hier nichts gesehen, weil das war jetzt alles einfach so da und ja, das wäre es dann auch schon wieder. Komisch. Also ich dachte, wir könnten da vielleicht was finden, wenn wir da lang gehen, aber okay. Dann müssen wir wohl kurz hier nach unten ein Stückchen, jupp, kurz durch die Gegend kriechen und dann mal schauen, was man hier so finden kann. Aha. Ja. Das ist schon mal unsere Box. Das ist schon mal ganz gut. Nein, ich habe mir nicht in der Nase gebohrt. Ich habe mich nur kurz gekratzt. Aber man kennt es ja. Wenn man aufnimmt, dann juckt immer alles. Ja, ein Spaß, als ob. Das war nur ein schlechter Insider. Also wer den jetzt nicht gerallt hat, der sollte echt nochmal zurück in den Kindergarten gehen. Oder guckt die Lochis, das geht auch. Na schön, ich guck mal, was wir als nächstes holen können. Wir müssen offensichtlicherweise hier unsere Ausrüstung beschaffen. Und wo geht's weiter? Da. Ah, hier gibt's das nächste zu holen. Ich kann mich noch spärlich dran zurückerinnern, dass es hier ein bisschen unheimlich wurde nach einer Zeit. Also das heißt nicht am Anfang jetzt. Jetzt ist es noch alles gechillt. Ich hasse dieses Wort, verwende es aber. Schlimm genug eigentlich. Und rüber. Da können wir unsere Notizen reinpacken. Da haben wir schon mal das zweite, was wir brauchen. Warum auch immer wir das hier in so einer Tempelanlage holen müssen. Ich meine jetzt mal ohne Scheiß. Kann der Typ sich nicht einfach ein paar Sachen mitnehmen wie einen Rucksack und sowas? Muss der hier extra nochmal in dieser komischen Tempelanlage oder was das hier unterirdischerweise ist, irgendwie rumforschen und gucken, wo das ist? Jetzt mal ganz ehrlich, hätte das ich das nicht einfach mitnehmen können? Was ist denn das für ein Vollidiot? Jetzt mal ganz ehrlich. Da fühlt man sich schon richtig dumm beim Spielen. Das ist auch einfach immer so. Die Charaktere in Horrorspielen sind teilweise so unglaublich dumm, das glaubt ihr gar nicht. Und ich bin gerade voll am Hoffen, dass meine Mutter nicht wach wird. Meine Mutter, ey.
Ja, irgendwas mit Walls ist halbwegs uninteressant. Ich guck mal, ob wir hier noch was finden können, was man brauchen kann. Na, hier hoch, ja. Das erinnert mich gerade ein bisschen an Towards the Light. Make your own way to get to the top. Schön. Und wenn es nicht geht, dann habe ich die Arschkarte, oder was soll das heißen? Ah ja, ich habe ungefähr eine Idee, wie es gehen könnte. Ah, ziehen und schieben, genau. Links ist schieben, rechts ist ziehen. Okay. Dann nochmal in die Richtung hier. Und hops. So, jetzt haben wir noch was, um unsere Gegenstände da rein zu tun. Das freut mich. Jetzt ist gerade irgendwas abgeschissen. Okay. Ich weiß ja nicht, was es ist. Ich guck gleich mal nach. Jetzt müssen wir hier nur noch raus. Wir haben die drei Sachen, die wir brauchen. Ach nee, ja. Hier ist erstmal nichts mehr zu tun. Wir haben die drei Sachen, wie gesagt. Und jetzt geht's erstmal in das richtige Dingen. Ja, warum ich jetzt so verunsichert bin, meine Katze ist bei mir, ich habe die Tür zu und sie will raus. Ja, ich kann sie mal gerne ins Bild halten. Komm mal, komm mal hier. Komm hier. Komm hier. Ja, ich muss hier gutes Mäuschen. Na, bleibst noch ein bisschen hier. Ich lass dich dann sofort raus, wenn die Aufnahme vorbei ist. Ja? Okay? Ach komm. Ja? Okay? Wenn die Aufnahme vorbei ist. Okay, Joyce? Ja? Gut. Ups. Ach ja, diese Katzen. Das sind schon tolle Haustiere. Und wie mache ich das Ding jetzt auf? Schieben und. Jetzt bin ich völlig verpeilt wegen der Sache gerade. Ja, das hat auch äußerst viel Style gehabt gerade. Musste auch einfach mal sein. Aber wo? Ich guck einfach noch mal oben nach. Ja, irgendwas muss ich ja falsch gemacht haben jetzt. Ey! Es funktioniert also doch noch. Ich hab voll Schluck auf. Ah, genau, das Inventory. Vielleicht finden wir da irgendwas. Inventory ist mit Tab zu öffnen. Notes, Options, Items. Ich nehme mal die Notes. Oder auch nicht. Something in this place seems familiar. I can feel it calm. I feel calm for some reason. Okay. Nächsten Zettel. Irgendwie sagt mir das gerade nichts. Ich guck mal hier in die. Ne, Options nicht. Items. Was haben wir denn hier Schönes? Ach, guck mal. Da. Damit können wir das Ding öffnen. Und jetzt wird's gleich wahrscheinlich erst unheimlich. Noch eine Notiz. Lesen. There are things which are burned into my memory. My name is Thomas Foster. And my duty is to bring these four psychopaths to justice. I just hope to resist their sadistic influences. Their corrupted minds could overpower my own. I will find them. I must. Na schön. Dann müssen wir die wohl finden. Oh, da geht's weiter. Das ist schön. Wir begeben uns in die Dunkelheit und es lädt schon wieder. Alter. Das ist verschissen unheimlich, das Spiel. Muss ich an der Stelle echt mal zugestehen. Chapter 1: The Forest of Stakes. Steak? Jetzt ernsthaft? Vielleicht steht das für Mistakes oder so, aber. Jetzt mal ernsthaft, keine Ahnung. Ich habe keinen Plan, was das heißen soll. Steaks. Jake Gibbs. Ja, das sind so Akten. Ich würde aber mal nicht durch die Dunkelheit laufen. Das ist nicht unbedingt der schlauste Weg. Irgendwie konnte man sich doch so eine Fackel mitnehmen.
Jetzt fragt mich aber nicht, wie das ging. Ich weiß nur, dass es ging. Was ist jetzt? Bildschirm ist irgendwie gerade ausgegangen. Keine Ahnung, warum. Das war nicht total schwarz, das Ding. Das war wirklich einfach ausgefallen. Unheimlich. Ach, ein Glück. Und ich dachte schon, wir müssten jetzt sterben. Und jetzt geht's wirklich runter in den Forest hier. In den Wald. Und noch ein Ding. I'd arrived at the crossroads. I knew I had to keep going and follow his steps if I wanted to find the professor. But I found something about the place absolutely terrifying. I felt trapped, oppressed by those dark veils. And I knew that I wouldn't be able to stand a single minute lost in the darkness. I need to find a light source as soon as possible. Okay, also ein Licht brauchen wir auf jeden Fall. Frage ist jetzt wo. Können wir das nehmen? Nein. Ja, meine Güte, jetzt schnappt ihr doch einfach so ein Ding. As soon as possible ist natürlich immer eine schöne Sache. Ist immer schön zu hören. Alter, kann der sich das Ding nicht einfach da rausnehmen? Was ist denn das für ein armseliger Typ? Jetzt mal ganz im Ernst. Da. Alter, warum fällt der Bildschirm immer wieder aus? Was ist denn los mit dem Ding? Dem wird halt einfach zu dunkel hier. Ich versuche mein Glück mal hier. Na siehste. Da ist doch unser erstes Ding. Bitte einmal anzünden. Oder auch nicht. Items, ja. Das ist irgendwie ein bisschen sinnlos, dass ich das Ding jetzt wieder extra rausnehmen muss. So, it burns. Gut, jetzt haben wir unsere Fackel. Oh, die erlischt aber schnell. Dann muss ich schauen, wie ich es schaffen kann. Mit dieser verdammten Zeit, die uns dann noch bleibt. Bitte nicht ausgehen. Alter, was ist denn hier los überhaupt? Ich peil's gerade nicht ganz. Ja, meine Katze beschwert sich schon wieder, die will raus. Ja, dass sie sich aber nicht mal irgendwie 4 Minuten Zeit nehmen kann oder so, weißt du? Unmöglich, die Katze. Nein, Spaß. Ich lasse die natürlich gleich raus, aber das nervt gerade ein bisschen, um ehrlich zu sein. Weißt du, die ganze Zeit liegt die da rum auf dem Stuhl. Ne? Und jetzt genau, wo ich aufnehme, da will sie raus. Das ist doch irgendwie auch eine Verarsche. Und mir juckt die Nase und alles Mögliche. Warum habe ich die Fackel jetzt auf einmal verloren? Beziehungsweise ihr Licht? Ja, hier rumlaufen bringt nicht viel. Das weiß ich selber. Allerdings ist das mit der Umsetzung immer so eine Sache. Schafft das erstmal hier eine halbe Stunde durch die Gegend zu laufen. Gut. Und jetzt? Nö, können wir nur noch mal kurz zurück. Husa! Also wenn ich springe, ist das Ding aus, dann haben wir gleich die Arschkarte. Das ist gut zu wissen. Was will der Typ da machen? Hung, 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 Hung Fu, oder was? Der will Hung Fu machen, genau. Richtig sinnvoll. Ach nee, jetzt bin ich hängen geblieben an dem Ding. Ja, dann würde ich sagen, geht's gleich im nächsten Part weiter. Ich muss dann jetzt mal ein paar Dinge erledigen. Danke fürs Zuschauen und in dem Sinne, euer Ketter sagt Cheerio, wir sehen uns beim nächsten Part von Doorways. Es sei denn, jetzt kommt noch irgendwas angesprungen.
3, 2, 1, ja. Die goldene Regel ist überwunden. Na gut, dann bis zur nächsten Folge. Tschüss.